Schön, dass Sie wieder bei Tu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute gibt es Lammkarree gegrillt. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch. Ihr braucht Lammkarree, Pfeffer, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Knoblauch, Salz, Rosmarin, Zwiebel, Chili, Agavendicksaft und Chiliflocken. Als erstes das Fleisch mit Pfeffer marinieren. Ich mache es absichtlich nicht mit Salz, weil später die Soße schon salzig genug ist. Vermischt das Fleisch kurz und stelle es auch kurz beiseite. Jetzt gebe ich in den Topf das Sonnenblumenöl hinein, Zwiebeln hinzu und werde es dann glasig anbraten. Sobald das Öl jetzt erhitzt ist, gebe ich jetzt die Zwiebel hinzu. Jetzt sind die Zwiebeln glasig und jetzt gebe ich die restlichen Zutaten hinein, werde aber den Herd auf mittlere Stufe zurückstellen. Vermischt es kurz und gebe dann Olivenöl und Rosmarin zuletzt dann hinzu. Lass es ganz kurz jetzt auch stehen, damit die Aromen sich entfalten können und nehme das dann auch vom Herd. Nachdem ich alles vorbereitet habe, werde ich die Lammkarrees grillen. Sobald die Lammkarrees jetzt auch fertig sind, gebe ich die Soße oben drauf.
Die gegrillten Lammfilets mit Rosmarin sind jetzt so fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke und bis zum nächsten Video. Tschüss!